Abus Magomedov starts to make a name for himself in the German MMA scene. Abus Magomedov finally signs with the UFC. Ich bin in Dagestan geboren, in Stadt Kizilyurt heißt das. Für mich ist das ein Stück mich, sagen wir mal so, meine Heimat. Ja. Da hast du ja nicht so viele Möglichkeiten, was jobsmäßig angeht. Mein Vater war viel in Russland unterwegs, also außerhalb Dagestan. Da gab es die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Meine Mutter war zu Hause, wir sind drei Brüder, das heißt viel Arbeit zu Hause. Bei uns wirst du schnell erwachsen, das ist klar. Du bist schon mit 16, 17, ich kenne auch heute Jungs, die mit 16, 17 schon außerhalb Dagestan sind, irgendwo auf Arbeiten, die Geld nach Hause schicken, die schon erwachsen sind, weißt du, was ich meine, im Kopf jetzt. Отличается они тем, что характер, что характер, я думаю, от сама отличается. Вот и целеустремленные, вот и воспитанные многие от родителей воспитанные проходят к нам на тренировки. Ну дальше и мы продолжаем. Послушные, там таких много моментов, конечно, да. Auch einer der Gründe, warum man das macht, weil du hast wenig Zeit. Und man weiß ja, umso wenig Zeit du hast, dann hast du auch nicht so viel Zeit, an dumme Sachen zu denken, Scheiße zu bauen, wie das Übliche ist, wenn man jung ist, vor allem in Dagestan. Da du nicht so viele Möglichkeiten hast, irgendwas zu machen. Es war so, wo wir so 3-4 Tage durch nicht in die Schule gegangen sind, mit Kumpels vor der Schule getroffen. Dann die 3-4 Stunden sind wir, jeder hat ein bisschen drauf getan, dass wir so 30-40 russische Rubel hatten. Das heißt, eine Stunde Plaisy kostet 10 Rubel. Das heißt, Schule dauert 4-5 Stunden und 3-4 Jungs sollten zusammen Geld graben, sodass wir bis Schulende Geld hatten, Plaisy zocken könnten, weil draußen kannst du ja schwer chillen. Und FIFA haben wir gezockt. So haben wir gemacht, aber es gab nie, dass ich nicht zu Training gegangen bin, weil im Training gab es auch so ein Blatt, wo alle Namen stehen und wo steht, ob ich heute war oder nicht. Und wenn du nicht, wenn da so ein N stand, das heißt nicht anwesend gewesen, dann war richtig Hölle los. На тренировке я, честно говоря, был чуть жестким. За опоздание, за что-то там было какие-то наказания. Вот. Сейчас отдельно тоже по именам тоже не хочу говорить, но Абусупян тоже отличался, свой самый целеустремленный был парень. Ну, вовремя проходил на тренировке, вовремя уходил. Was für ein Spaß! Wie soll einem 12, 11, 13-jährigen Training Spaß machen, sag mal bitte einfach. Du gehst zum Training, siehst auf Spielplatz Jungs auf Fußballplatz, wie die Fußball zocken oder sonstiges, und du weißt halt, du kannst nicht mit denen zocken, du musst gehen zum Training. Meine Mutter sagt, am Anfang hat sie immer gesagt, nicht zu mir, weil sie wusste, ich habe da nichts zu entscheiden. Zu meinem Papa immer, ey, hör auf mit der Scheiße, lass, ich will nicht, so und so. Ich sag, Vater, du kennst ja, no way, Alter. Als Kind habe ich mir nicht gedacht, glaube ich, dass ich MMA-Kämpfer sein will oder UFC-Champion oder sonstiges. Ich hatte auch so wie normale andere, bestimmt Polizist, Kosmonaut, keine Ahnung, was auch immer. So mit 7., 8. Klasse war ich schon, wo ich mir so schon weiß, dass ich mir so Gedanken gemacht habe. Aber damals habe ich noch Ringen gemacht. Zu Hause habe ich das angefangen. Und innerhalb 2-3 Jahren war ich schon vize-russischer Meister in meiner Jugend. Also das war schon ein gutes Resultat.
Ich denke, so mit 13, 14 war mir schon klar, dass ich im Sport auf jeden Fall was machen werde. Also meine Mutter war krank und die einzige Möglichkeit, wir könnten auch von zu Hause aus das machen, aber die finanzielle Möglichkeit war nicht da, weil es hat übertrieben viel gekostet. War so, dass hier von meinem Onkel ehemalige Frau gelebt hat. Die haben uns erzählt, dass man, wenn man hier ist, dann wird dir geholfen mäßig. Und so sind wir hier gelandet. Nach ein paar Jahren war Mutter gesund, aber dann haben wir uns schon hier eingelebt. Es war so, es war noch nicht klar, auch mit Papieren und so. Es war nicht klar, ob ich hier bleiben darf überhaupt oder nicht. Es gab Situationen, Leute sind hier 4, 5 Jahre und haben hier gelebt und dann zack, auf einmal wurden abgeschoben. Deswegen, für mich war das Einzige, egal wo die mich wegschicken, auch wenn es nach Afrika ist, Sport kannst du überall machen. Also meine Familie unterstützt mich voll, seit Tag 1 eigentlich. Das ist ja so, am Anfang war es so, dass es mein Vater mich dazu gebracht hat, dass ich überhaupt im Sport Fuß fasse. Ich sage ja, am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt. Warum zwingt er mich? Wofür mache ich das? Warum können die spielen, ich nicht? Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich dem dafür sehr dankbar. Zieh hier an. Und die? Ja, natürlich, ich lasse meine Kinder besuchen auch Sportschulen, natürlich. Ohne geht nicht. Also die Älteren sind 10 und 9 und ganz kleine Zwillinge sind knapp 3. In diesem Alter, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man zwingen muss. Disziplin, das wird eher so anfangen, wenn die schon professionell anfangen, wenn die, jetzt machen die das so jeden zweiten Tag. Jetzt ist das noch nicht so, die geben sich auch Mühe, müssen sich Mühe geben jetzt, aber wenn du das jeden Tag machst, dann mit den Jahren hast du so eine Disziplin in dir. Du weißt, es gibt Sachen, die du machen musst und du ziehst die durch, egal was jetzt passiert. Auch wenn es nichts gibt, sagen wir, physisch werden die wenigstens abgehärtet, sagen wir mal so. Das ist ja das Wenigste, was du da bekommst. Aber ich sehe Sport, guck mal, du bist ja jetzt seit mittlerweile ein paar Tagen mit mir unterwegs. Ne? Hast du jemals einen gesehen, der von Shisha bei ist, der mit mir rumhängt? Oder einer, der am Bahnhof rumhängt oder was? Nein, nur Sportler, nur gesunden Verstand, gesunden Körper. Weil der Kreis, mit dem du dich umgibst, entscheidet auch deine Zukunft. In die Mitte. In die Mitte. Ja. Wo wir hier waren, war es so, dass ich erst 7, 8 Monate gar nicht trainiert habe. Ich wusste gar nicht, dass es hier in Deutschland Ringen gibt. Weil ich habe nie in meinem Leben gehört, dass irgendein Deutscher irgendwo eine Medaille geholt hat. Und dann waren wir in der Stadt unterwegs gewesen. Auf Bushaltestelle am Bahnhof, Dürener Bahnhof war das. Ich sitze mit meinem Cousin da, warten bis unser Bus kommt. Und dann sagt er mir, ey, ich glaube, sind das nicht Ringer? Und da steht irgendwas auf Deutsch. Damals war mein Deutsch so, wie geht's gut, so mäßig. Ich habe ein Bild gemacht und dann haben wir übersetzt, ist das. Sind wir Dienstag, ich, mein Vater und noch ein Dolmetscher mit, sind wir hin. Und dann haben die mir so einen Typen gegeben, der war zu der Zeit, hat bei Deutschen Medaille geholt, bei Männern. Männer ist ab 21, glaube ich, ringst du, oder ab 23 ringst du Männer. Und ich war 15. Ja, ja. 15, gerade mal 16, ja, ja. Angeblich so eine Maschine, die ist das. Ich habe mit dem gemacht, so, du kennst doch meine Mentalität, Alter. Ich bin frisch von Dagestan. Für mich sind alle Feinde, so, die jetzt gegen mich so stehen. Da haben wir mit dem angefangen, dann habe ich den so gehoben, auf den Boden geschmissen. Der hat angefangen zu husten, dies, das. Dann kam der Trainer gelaufen.
ey, krass, nochmal, nochmal. Dann habe ich den so auseinandergenommen. Da. Dann haben die mir Verträge gegeben, so viele, einfach unterschreib, unterschreib. Ich habe unterschrieben, dann habe ich für die gerungen. Ich ringe bis heute für die. Ringen war zweimal die Woche. Und das Training war lächerlich, Alter. Du hast eine Stunde Fußball gespielt, halbe Stunde so geschubst bisschen. Und immer so jahrelang selbe Technik, selbe Technik. Das hatte keine Zukunft. Dann habe ich mit Boxen angefangen. Habe so locker über 20 Kämpfe gemacht. Dann habe ich mit Kickboxen angefangen, war für mich neu. Habe ich auch so über 20 Kämpfe gemacht, bis B-Klasse bin ich gekommen. Und zu der Zeit war es so, dass ich schon Ringerverein gewechselt habe nach Köln, in Köln trainiert habe und nach Köln sind Jungs gekommen, die MMA gemacht haben auch, die Ringen verbessern wollten. Nach Training habe ich manchmal den paar Techniken gezeigt, die haben mir gezeigt. Dann haben die mir gesagt, komm ey, die ganze Zeit haben mich nach Gym gerufen. Komm, lass mal MMA trainieren, du bist krass, du bist dies, du bist das. So haben wir angefangen mit Training, Grappling. Ich habe so eineinhalb Monate, zwei Monate gebraucht, bis man die Grundlagen kennt, weil du kannst ja nicht wie so ein typisch Ringen mit Kopf nach vorne, Beinangriff machen, kannst du in die Guillotine landen. Diese Kleinigkeiten habe ich gelernt. Dann der Trainer, ich habe dem gesagt, wenn du sagst, ich bin ready, lass kämpfen. Ich habe direkt, wo ich MMA angefangen habe, innerhalb zwei Monaten den ersten Kampf gemacht. Das war in Bielefeld, Prime Diskothek heißt das, russische Diskothek, glaube ich, ist das. Und da habe ich gekämpft, ersten Kampf direkt rein, so 20 Sekunden, glaube ich, hat gedauert. Der hat Beinangriff gemacht, ich habe seinen Nacken genommen. Und das war damals, war das, du musst dir vorstellen, damals, diese Schiedsrichter, Referees und so, es war nicht so professionell wie heute. Es gab einen Mann für alles. Und der hieß Bodo, glaube ich, ist er. Jetzt ein paar Veteranen werden so ein Lächeln ins Gesicht haben. Ich schwöre, ich habe den Jungen so gehalten, locker 15 Sekunden. Und dann habe ich irgendwann mal losgelassen. Ich habe gemerkt, was der Typ ist Dings. Und ich schwöre, die haben den 5 Minuten lang könnten die sich zu sich bringen. Ne? Ich habe auch nicht gejubelt, so, weil der Typ, Alter, da war richtig Hölle los. Dann kam er zu sich. Ich so, boah, gut, dies. So mäßig. Ich habe einen Handshake gemacht. So habe ich meinen ersten Kampf gewonnen, ohne einmal zu schlagen, Alter. Ja, das war zu wenig. Natürlich, ich wollte weitermachen. Das war viel zu wenig, weil es ist nichts passiert, was, weißt du? Der ist so rein, ich hab den und das war das nicht wert. Ich wollte noch einmal so erleben, weißt du, voll. Ich möchte im Gym einen UFC-Champion haben, das ist ganz klar, das ist halt das Ziel. Und Abus ist einer der Kandidaten, wo ich also wirklich halt sage, wenn der, also das Talent hat er, über das Talent brauchen wir nicht zu reden, halt, er muss nur Gas geben. 2016, also Abus kommt, kam vom Combat Club Cologne, ja, und dann halt kam er ins Gym und dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Er hatte dann halt eine 10 Winning Streak, das heißt also 10 Kämpfe in Folge hat er gewonnen. In der Mauer versucht jetzt mit Schreien nachzusetzen. Nice, there was a beautiful knee to the head. Markovic goes down to the ground. That's not where he wants to be. Oh, hello! He's out cold! Kopfkörper schwingt hier wild. Matthias probiert sich gleich Clinch zu retten. Und ein eingesprungenes rechtes Knie trifft Matthias hart. Angenommen, das ist stares down the map. Germany. Yeah, he took some shots and then got the ability to big shot. He's trying to relieve the pressure. Willing to engage with Abus at all. And Abus is ground good for the Achille right away. Abus
just keeps on winning. Er kam ins Finale bei der PFL, wo es um 1 Million ging. PFL ist Professional Fighter League. Am Anfang des Jahres werden 12 Kämpfer ausgesucht aus aller Welt, verschiedenen Länder. Alle die 12 Kämpfer sind in einem Tournament drin, wo Sieger am Ende des Tages 1 Million Dollar bekommt. Das heißt, 5 Kämpfe, 5 Siege, 1 Million Dollar. Pro Kampf 200.000. Jetzt zeige ich euch, wie ich kurz vor Millionär werden war. Ihr könnt ja mitverfolgen, wie schnell das geht. Am Anfang war ich der Außenseiter, nicht nur bei den Matchmakers, sondern auch drumherum, meine Freunde und so, wie ist das. Beide Kämpfe habe ich nach Punkte gewonnen. Ja, so bin ich ins Finale gekommen und auf einmal war ich der Favorit. Umkreis, den du hier hast, ich hatte das Gefühl, dass ganz Deutschland Alter, über meine Million redet, weißt du, was ich meine? Egal wo du gingst, oh Bro, du, das ist deine Million, der ist kein Gegner, der ist das. Und das wird automatisch in deinem Kopf so veranlagert, dass du das nicht mehr so ernst nimmst. Dir wird die ganze Zeit eingeredet, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Irgendwann glaubst du daran, weißt du, was ich meine? Das ist mitunter eigentlich die wichtigste Sache für den Kämpfer. Vor allem, wenn du dann halt, sag ich mal, in den Käfig gehst, dann kommt es fast zu 90% nur auf den Kopf drauf an, dass der halt mental da ist, um diesen Kampf bestreiten zu können. Wenn du mit dem Kopf nicht da bist, dann wird das keinen guten Ausgang für dich haben. Mein Herz klopft. Ja, unbelievable, genau das ist das Stichwort dabei. Ja, erstes Mal in meinem Leben überhaupt. Und dann direkt so ein böser K.O., Alter. Guck mal, da sieht man, dass ich falle nicht so, dass ich mein Gesicht schützen will oder so. Ich falle so komplett K.O. Und der macht so 3 Schritte noch. Ja, nee, du musst in der Lage sein. Du sagst, du bist seit 20 Jahren dabei. Okay, da ging es um viel, aber trotzdem, Alter. Menschlichkeit muss immer sein. Du musst immer fairer Sportsmann sein. Egal, sei ihm gegönnt. Ich wusste auch selber, dass ich den nicht unterschätzen darf. Dass ich voll im Fokus sein muss. Aber die Erfahrung gab es nicht. Jetzt weiß ich genau, wie man mit solchen Sachen umgeht. Er sollte so sein, meiner Meinung. Ne? Aber ich finde, dass er auch das erlebt hat. Es ist immer besser, dass man ein paar Sachen erlebt im jungen Alter. Dadurch wird man noch besser und daraus kann man was mitnehmen und was lernen. Ja, und dann hat er einen Kampf bei EMC gemacht, hat den schnell in 3 Sekunden beendet mit einer Submission, ja, und dann den zweiten Kampf hat er bei KSW gemacht gegen einen ungeschlagenen Polen, der sehr hoch gehandelt war, 12-0. Das war der Kischek gewesen, also die haben gesagt, die haben den eine große Zukunft prognostiziert. Abus, mam nadzieję, że jesteś zdrowy i damy dobrą walkę, która będzie się wszystkim podobała. Trenuj ciężko, bo ze mną w walce nie będziesz miał lekko. Presja też warto podkreślić, jak zamyka samym poruszaniem Cezarego. To nie ulega oczywiście żadnych wątpliwości. I bez cienia zagrożenia próbuje wychodzić z tego Magomieda. Jeszcze uchwycona jest głowa i bardzo ciasno, niestety. I to może być koniec tej walki. Tego się Cezary nie spodziewał. Patrzymy, jest na tym narożniku. To będzie koniec. Abus puts his opponent to sleep. Abus hat ihn in der zweiten Runde gechoked, ja. Und danach halt ist der Vertrag von Abus bei der KSW abgelaufen und dann wollte die UFC halt ihn haben. Typische Trainingswoche, wir fangen mal mit Montag an, ja? Montag 10 Uhr, entweder Laufen oder Grappling, abends Boxen bei Shukri. Das heißt, erstmal 1 Stunde springen, tragen, laufen, ziehen, so Konditionssachen und dann am Ende 1/2 Stunde Boxen. Dienstag. Ivan Hippolyt, 1,5 Stunden Sparring, auch so tragen, laufen. Dienstagabend Grappling,
Mittwoch meistens eine Einheit. Entweder ich gehe laufen, schwimmen oder Grappling, je nachdem. Donnerstag wieder früh Ivan Hippolyt, abends Grappling. Freitag, je nachdem wie ich mich fühle. Wenn ich zu kaputt bin, Freitag früh mache ich Pause. Wenn nicht, dann gehe ich Grappling, abends Schüttel. Samstag manchmal ein bisschen laufen, ein bisschen dies. Diesen Samstag habe ich nichts gemacht zum Beispiel. Ausgeschlafen. Es ist ja nicht so, dass du so zum Beispiel 3-4 Monate nichts machst, zu Hause sitzt und dann so 2 Monate vor dem Kampf anfängst so hart zu trainieren. Du bist permanent am Trainieren. Nur halt so eine harte Phase kommt 6-7 Wochen vor dem Kampf bei mir. Es gibt Jungs, die 3 Monate vorher anfangen. Ich weiß, was alles mein Körper mitmachen kann, deshalb mittlerweile habe ich für mich selber meine Methode entwickelt, wann ich anfangen habe, wann ich was zu machen habe, damit ich mich am Kampftag dann topfit finden kann. 8 Wochen heißt Regime. Regime heißt ja, so 8 Wochen hast du so einen Modus, was du nicht links oder rechts biegen kannst, du musst nur geradeaus. Wir haben 42 Minuten erst trainiert. Wir sind gerade warm geworden. Beine hoch. Wagen hoch, bis hierhin, komm. Uppercut! Abus kam zu mir als talentierter, guter Sportler. Auch im Boxbereich hat er auch Talent mitgebracht. Alles, was ein Boxer braucht, hat er eigentlich mitgebracht. Und jetzt, seit 2 Jahren, sehe ich persönlich gute Verbesserung, sehr gute sogar. Man muss noch ein bisschen rumfeilen, das war's. Bruder, wenn du deinen Namen nicht merkst, dann ist das schlimm. Für meinen Namen hat er 5 Jahre gebraucht. 4 Buchstaben habe ich. Pro Buchstabe 1 Jahr und 2 Monate hat er gebraucht. 3 Monate hat er. Bei 4 Buchstaben, der hat mich alles Mögliche genannt, aber nicht Abus. Abus, immer rechts. Häng bleib, häng. Jawohl. Er hat einen Gegner. Weißt du, wer das ist? Er selber. Er ist sein einziger Gegner, er selber. Wenn der, ich sag mal jeden Tag, jetzt, ich meine jetzt auch keinen Spaß, ich rede jetzt richtig so, sag Abus, die 4 Niederlagen, war kein einziger eigentlich Niederlage. Der letzte Kampf, ich war da, war scheiß Lucky Punch. Yeah. Wenn er 100 Mal kämpft, verliert der Typ 98 Mal. Und 2 Mal kann er gewinnen, das war an dem Tag. Aber die anderen Kämpfe, was er verloren hat, weil er nicht diszipliniert war, ist meine Meinung. Der ist gut. Mir macht Spaß, wenn ich den zusehe, wie der macht. Für mich ist nur der Sieg interessant. Dann Training spielt keine Rolle. Trainieren gibst du immer Gas, der Sieg muss kommen. Und dann kann man weiterreden. Für UFC bereite ich mich ganz anders vor. Ich habe auch die Motivation dafür. Es gibt auch ein Ziel, was vor dir ist. Und hier in der UFC ist es so, dass du deinen Arsch aufreißen musst, weißt du? Für Gas geben musst. Und die Motivation ist da, weil ich weiß, der jetzige Gegner ist nur Hindernis auf meinem Weg, sagen wir so. Der kann nichts dafür, aber muss leider sein Mann stehen da am 18.12. Nice and easy, coach. Eigentlich sollen wir jetzt ein bisschen technisch an spezifische Arbeit. So wie ich eben gesagt habe, dass mein Gegner zum Beispiel ist vom Rücken aus stark. Ich gehe extra in die gefährliche Lage, damit ich schon mal mich dran gewöhne. Falls ich habe zwar nicht vor, da zu landen. Falls es sein sollte, dann will ich ready sein, weißt du? Deshalb
David hat keinen Kampf im Moment. Deshalb kann ich den. Kann man mich auch. Kann ich den optimal einsetzen. Wir machen sehr viel Positionssparring. Das heißt, wir geben Positionen an, weil gerade bei Abus ist halt so, Abus ist ein sehr, sehr talentierter Kämpfer und einer der besten auf der ganzen Welt. Und jetzt hat er endlich die Möglichkeit, das zu beweisen. Und wenn wir solche Gegner haben, dann machen wir sehr viel Positionssparring. Das heißt, wenn wir jetzt einen ganz normal frei laufen lassen, frei Sparring machen lassen, dann ist es halt so, dass er das Tempo selber entscheidet. Ja, weil er den meisten seiner Trainingspartnern hier überlegen ist. Der entscheidet, ob der im Stand bleibt, ob der mit seinem Partner ringt oder vielleicht runter am Boden geht. Und das wollen wir halt verhindern. Wir wollen das so realitätsmöglich, wie es nur geht, zu machen. Deswegen geben wir bestimmte Positionen an. Das heißt, wir lassen seine Trainingspartner direkt auf seinen Rücken steigen. Manchmal bekommen die sogar die Fassad und dann muss er sich daraus befreien. Also andere Möglichkeit gibt es bei Abus halt leider nicht. Und deswegen ist das so was, was an dem Kampf am nächsten kommt. Ne? Weil es kann halt passieren, solange er dominiert, ist alles gut. Aber es ist halt ein Kampf, da kann alles passieren. Und dann landet der Gegner irgendwann mal auf seinem Rücken. Und wenn er das vorher im Training nicht immer wieder durchgegangen ist, dann kann es zum Problem werden. Und so schafft man eine Situation, die er halt gewohnt ist vom Training her. Und wir haben hier ganz, ganz starke Grappler, auch Schwarzgurte, die ihm da auch Probleme bereiten. Von daher passt das schon. In bestimmter Zeit kommst du an so ein Level, wo nur Kleinigkeiten entscheidend sind. Jetzt nicht, ob du gut boxen kannst. Oder meistens in der Liga, wo ich jetzt bin, alle können boxen. Alle können grappeln, können alle was. Nur Kleinigkeiten sind entscheidend. Wir arbeiten daran, machen unsere Hausaufgaben, dass wir so ein paar Sachen als Überraschung da haben. Einen guten Sparringspartner zeichnet dich dann aus, dass er dich herausfordert. Wenn du immer gute Sparringspartner hast, wirst du automatisch gut. Und wenn du jetzt schwache Sparringspartner hast und du dominierst die ganze Zeit, das bringt dir nichts. Du musst ja eine Herausforderung haben. Du musst gegen einen kämpfen, der besser ist als du. Oder mindestens Augenhöhe, dass du sagst immer, heute will ich alles geben. Das zeichnet das aus. Letzten 3-4 Wochen musst du schon mit deinen Jungs machen, die das für dich machen. Die jetzt in den Sparring reingehen, ohne Ego. Also, wenn der eine kassiert, dass der jetzt nicht durchdreht, dass der dir hilft, sozusagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Du kannst nicht so letzten 2-3 Wochen vor dem Kampf mit wem du willst Spannung machen. Also erfahrene Trainingspartner, die wissen halt ganz genau, der Junge ist in der Vorbereitung, das sind halt Sparringskämpfe, da hat vielleicht nicht mehr so viel Zeit, da muss ich halt mein Ego zurückstecken und wenn ich mal einen Schlag eingesteckt habe, dann nicht doppelt zurückgeben, beziehungsweise dann auch so, dass keine Katzen stehen. Wir besprechen das auch vorher von Sparringskämpfen, die bekommen nochmal eine Anweisung von uns, wo wir sagen, okay Jungs, das sind gewisse Kämpfe in der Vorbereitung, jetzt halt der Abus. Wenn ihr eine Situation habt, sei es jetzt beim Ringen, beim Grappling oder beim Boxen, Kickboxen, wo ihr merkt, okay, hier ist ein Verletzungsrisiko, dann nimmt man lieber ein bisschen raus, bevor so eine Situation entsteht, weil das wirft den Kämpfer Monate zurück. Mit den Jungs, die wir hier sind, trainieren wir schon seit 6 Jahren locker zusammen. Mittlerweile kennen wir uns schon, wie wer tickt, wie bei wem was man machen kann, darf und so. Wie du kannst den nicht einfach so in irgendeinem Gym Spannungspartner finden. Das muss schon so eine freundliche Basis muss schon sein, dass ihr euch nicht nur im Gym kennt, auch so privat, weißt du was ich meine. Dann kann man schon darauf aufbauen. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Jo. Ja, in der Wettkampfvorbereitung ist das halt so, natürlich, der einen Wettkampf hat, muss natürlich dominieren. Ich versuche ihn halt nicht zu verletzen, das ist sehr wichtig. Also wenn ich ein paar Griffe habe, wo ich merke, die sind gefährlich, die ziehe ich nicht durch. Ich setze die an, damit der halt arbeiten kann. Ich gehe mehr aufs Volumen, das ist wichtiger. Ich versuche so viel Pressure zu machen und zu arbeiten, dass der die Deckung nicht vernachlässigt, dass er auch in Bewegung bleibt.
dass ich auch mal einen Shoot versuche, um meine Fähigkeit natürlich zu verbessern. Abus ist ein starker Grappler und Ringer. Sein Stand-Up-Potenzial ist auch sehr gut, also wenn er seine Reichweite richtig nutzt. Und das versucht man halt immer wieder von ihm rauszuholen. Ne? Also er kämpft ja nicht nur gegen mich, dann kommt wieder ein Frischer rein und wir wechseln uns immer ab. Und das Wichtigste ist halt das Volumen, nicht die Härte. Die Härte kommt im Kampf raus. Ja, war knapp. Gutes Unentschieden. Lass mal so stehen. Also ich persönlich, ich rede jetzt nur für mich, für keine anderen. Ich versuche im Training, beim Sparring vor allen Dingen, diese Härte komplett nicht durchzuziehen. Weil harte Sparring ist für mich persönlich schwerer wie so ein Kampf. Und da muss nicht hier im Training die Köpfe kaputt hauen, dass man Kopfschmerzen hat. Und wenn du das immer ganze Zeit hart machst, kannst du nichts lernen, weil du Angst hast, bist auf Spannung. So, ich ziehe das raus, ich sage immer, Jungs, gib 50%, das reicht mir vollkommen aus. Und wenig auf Kopf hauen, auf Körper könnt ihr durchziehen. Und wir üben dann auch alles, ich rede viel, sag, das musst du machen, das musst du machen. Wenn das jetzt hart durchziehen würde, wird ja nicht passieren. Wir sind ja nicht im Kampf. Die Verletzungen, die kommen meistens so Ende der Vorbereitung, wo dein Körper schon an der Grenze ist. Weißt du, wo so eine Kleinigkeit dich noch verletzen kann, wo du normalerweise das ohne Problem erlebt hättest, kann es sein, dass du am Ende der Vorbereitung so eine Verletzung dadurch bekommst. Hallo, guck mal, it's right. Better. Better? Yeah, much better. You make the action. Let's go, guys, let's go. You go. Let's go. I need this to make the action, and then I will come over to the rest. We have two. You will have to answer me. Let's go. Wir haben jetzt 8 Runden Sparring gemacht, ne? Um 10 Uhr in der Früh. Meine kleine Verletzung. Und das habe ich seit Dienstag. Ja. Guckt euch das mal an, Alter. Normalerweise, ich kann nicht komplett drauf treten. Wirklich, ohne Scheiß. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Beim Sparring gegen Knie gehauen. Ich habe geschlagen, der hat Knie gehoben und Knie ist ja... Der hat mir Kick gegen Leber gegeben. Wir fahren jetzt zum Doktor. Doktore. Ich habe was Neues für den Doktor. Ich werde den gleich überraschen. Weißt du, wenn du so eine kleine Verletzungsstelle hast, dass du immer mit der Stelle irgendwo gegen knallst, Alter? Das ist Dienstag ist das passiert. Beim Sparring. Und seit dem Tag, seit ein paar Tagen schon. Ich kann ja nicht hundertprozentig drauf treten. Das ist auch so eine empfindliche Stelle, wo normalerweise du deine Balance hast, wo du dich bewegst und so auf Beine fällst. Und das ist im Moment nicht möglich, 100% durchzuziehen. Aber ich habe trotzdem durchgezogen, das Training heute. Dottore! Hallo. Du wirst ja schon Bescheid, ne? Alles klar? Bei dir? Komm rein. Hallo. Überraschung für dich. Was hast du? Wir haben uns gestern gesehen, ne? Nein. Nein, nein, gestern waren wir. Gestern stimmt. Vorgestern. Dienstag haben wir uns gesehen. Genau. Guck mal hier. Was hast du denn da gemacht? Hast du gehört, deine Socken an, da sind die aus Türkei oder wo? Schau. Ich habe so einen Frontkick gegeben gegen Knie. Geht das hier? Ja, das geht. Das hier? Ja.
Okay. Das Gelenk, das große Grundgelenk. Und wie gesagt, hier ist ein bisschen Flüssigkeit auf dem Knochen drauf. Wenn das hier weiter unten wäre, diese Flüssigkeit saugen, würde das eben ein Anzeichen für einen Bruch da sein. Also wenn sich ein Bluterguss entsprechend hier sammeln würde. Aber das sieht nicht danach aus. Also im Moment alles gut, aber sicherlich müssen wir da ein Röntgenbild machen, um zu sehen, dass da wirklich nichts kaputt gegangen ist. Ne? Da muss man hundertprozentig sicher sein, ne? Dass wir vom Kampf maximal gesund sind. Wenn es kaputt ist, Alter, müssen wir kämpfen. Ne? Müssen wir kämpfen. Lina, oder Talin, komm zu kurz. Sicherheitsabstand, bevor wir zu viel Röntgenstrahlen abbekommen. Wichtig. Das war hart. Und was ist noch? Ja. Okay, dann lassen wir langsam zurückgehen ins Zimmerchen. Dann schauen wir mal, was da rauskommt. Hast gelächelt? Ein Foto? Die Kamera. Komm mit. Das dauert immer eine Sekunde, bis das Bild rübertragen ist. Mein Lieber, leider ist der Zeh eingebrochen. Echt? Du hast ein Haarriss am Bruch am Zeh. Wo denn? Was? Ja, aber das ist nicht schlimm, oder? Das verheilt so, das muss sicher nicht operiert werden, aber das muss geschont werden auf jeden Fall. Ne? Da müssen wir jetzt aufpassen. Krass. Also du hast an der Bas, ne? An der Großzehe, im Grundglied des Großzehen hast du den Haarriss zugezogen. Ja. Ich meine, der ist angerissen oder? Ist angebrochen, genau. Du hast angebrochen. Ist angebrochen geknochen. Ja, angebrochen. Der wird verwachsen. Der wird verwachsen. Das ist schon gebrochen. Das ist gebrochen, definitiv. Aber er steht gut im Verbund, das wird gut verheilen. Das muss man nicht operativ versorgen oder sonst irgendwas. Aber man muss echt. Da müssen wir aufpassen mit dem Training jetzt. Wir tapen das jetzt einmal zusammen, die Zehen. Tapenmeister. Ich lasse mir das überlegen. Vielleicht müssen wir irgendwas bei dir basteln, irgendwas Spezielles, irgendeine individuelle Konstruktion bei dir, damit du das Training mitmachen kannst, was aber diesen Vorfußbereich schützt. Was, ne? Wenn ich damit nicht haue, dann. Ich lasse mir was einfallen. Ich habe heute auch mit Schuhe trainiert. Das geht eigentlich. Wann war der Trip gestern und du hast es trotzdem ausgehen? Das heißt, das war Dienstag. Und du hast das mit gebrochenen Zeh hast du heute trainiert? Ja, seit Dienstag habe ich schon dreimal trainiert am Tag. Das ist trainiert mit gebrochenen Zeh. Ja, jetzt ist, seitdem ich weiß, dass das gebrochen ist, fällt es ein bisschen schwer zum Trainieren. Ja, aber du siehst, es geht. Du siehst, es geht. Man muss das nur schützen, wie gesagt. Ja. Tja, dann sieht man den Unterschied zwischen Fußballern und MMA-Kämpfern. Fußballer bei der kleinsten Zerrung fallen die ein paar Wochen aus. Die haben einen Make-up mit gebrochenen Knochen und trainiert weiter. Ja, von Pause habe ich ja nichts. Die Fußballer kriegen auch, wenn die zu Hause sind. Ja, das ist der Unterschied. Aber, ne? Das macht doch den Unterschied zwischen Profis und Amateuren aus. Das sehe ich jeden Tag. Und dann habe ich Training. Das ist klar. Ein paar Stunden habe ich Training. Ringen, gell? Ja. Wirklich heute? Ja. Scheiße. Eigentlich muss ich dir das als Ass verbieten. Ne? Ja. Aber egal, ob ich was. Versuch mal. Versuch egal, mal. Egal, ob ich was verbiete oder nicht, hältst du sich dran. Das ist das Problem. Nix gut. Ne, ich habe schon gemerkt, dass da was nicht stimmt. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der gebrochen ist. Ich habe ja auch jetzt nicht so hart gehauen. Ja. Es gibt so ein Ultraschallgerät. Damit beschallst du den Knochen. Und diese Schwingungen fördern die Zellen dazu, dass sie schneller zusammenhalten. Normalerweise bedeutet das bei Leuten, die Knochenheilungsstörungen haben. Aber bei deinem Fall kann das vielleicht helfen, dass sie ein bisschen schneller abhalten. Nichts oben drauf. Wird da was reingespritzt? Nein, nix. Hauptsache keine Spritze. Also Verletzungen, die im Rahmen der Vorbereitung passieren, die sind jetzt tatsächlich nicht so selten, muss man sagen. Der Großzehe vom Ambus, der war echt überraschend heute, habe ich nicht erwartet, muss ich gestehen. Das kann teilweise schon gravierende Folgen mit sich bringen, wenn man nicht aufpasst natürlich. Ne? Aber das ist zum Glück nur angerissen. Deswegen, das ist jetzt kein instabiler Bruch, der entstanden ist, der irgendwie dislozieren kann, also ne, sich verschieben kann.
Trotzdem ist es keine Garantie, dass es passieren kann, wenn du weiter trainierst. Ne? Also das ist immer möglich. Also deswegen ist es jetzt eine Glückssache, ob das wirklich hält, das Konstrukt, wie es so ist, und es verheilt. Deswegen werden wir regelmäßige Kontrollen machen. Klar, wenn ich sehe, dass es in die falsche Richtung geht, muss man natürlich das Ganze abbrechen. Aber ich denke schon, dass wir das Maximale rausholen werden, und ich denke, wir werden ihn schon fit bekommen bis dahin. Das ist zwar schon ein kleines Wunder, solche Sachen, aber das macht das Leben aus. Diese Herausforderungen bilden auch Leute dazu, keine Wunder zu vollbringen. Wenn das bis zum Kampf so bleiben sollte, dann ist das natürlich ein Nachteil für mich, weil ich mir dann ganz anderen Gameplan aufsuchen muss. Wegen dem Bruch sehe ich gar kein Problem. Da habe ich auch Diskussion mit dem Arzt gehabt, weil ich sehe das einfach pflastern und das geht weiter. Jeder Mensch hat im Leben ein paar Mal gebrochene Zehen und das Leben geht weiter. Der Weg ist lang genug. Oder? Oder, Abus? Ja, wenn du sagst. 100%. Ich bin hinter dir, Coach. Ich bin vor dir. Aber das Fokus ist Sieg. Das muss kommen. Egal welcher Preis. Scheißegal. Der Typ schreibt, dass noch weitere Unterlagen für das Visum eingereicht werden müssen. Ja, das Problem ist jetzt aktuell, dass das amerikanische Konsulat in Frankfurt hat jetzt gerade geschrieben, beziehungsweise der verantwortliche UFC-Botschaftsmitarbeiter hat dann geschrieben, dass weitere Unterlagen eingereicht werden müssen für die weitere Bearbeitung vom Visum von Abus. Der war ja 2018 bereits in den USA und 2019. Aber das Visum von damals ist abgelaufen und für jedes neue Visum brauchen die anscheinend jetzt neue Unterlagen, um dann das aktuelle Visum dann bearbeiten zu können. Also konkret geht es jetzt darum, dass die jetzt nochmal seine Geburtsurkunde benötigen. Und dann nochmal muss der Reiseausweis bei denen vorgelegt werden. Ich kenne es halt nur vorher, dass es ein bisschen einfacher gegangen ist, sage ich mal, auch 2018, wo er bei der PFL gekämpft hat, wo er sein P1-Visum bekommen hat. Anscheinend hat sich dort die Bearbeitungsweise jetzt auch in den letzten Jahren geändert. Da ist jetzt die Bearbeitung, hat angefangen Mitte, Ende August, ne? Wir haben jetzt Ende November, also sind wir jetzt gut 3 Monate schon dabei. Also wir hatten ja schon up to date. Aber natürlich haben wir auch immer die Hoffnung, dass es dann noch bis zum Kampf klappen wird. Gucken wir mal kurz rüber. Der Emil hat gerade geschrieben gehabt, ne? Der von der UFC, der verantwortlich ist für das Visum. Er meinte, du musst nur noch die Geburtsurkunde einreichen und dann sollte das klappen. Die Geburtsurkunde haben wir. Ja, gehst kurz nach Hause, hol die mal, dann scanne ich die ein, dann schicke ich denen die zu und dann sollte eigentlich alles ohne Probleme gehen. Weil das ist das Einzige noch, was die wirklich an Unterlagen haben wollen. Gut. Okay. Ich muss die Geburtsurkunde holen. Dann müssen wir die Geburtsurkunde verschicken. Und dann sollte alles funktionieren, laut deren Aussage. Ja, so Kleinigkeiten fucken ab, Alter, auch wenn das Kleinigkeiten sind. Trotzdem, solange du jetzt diese Bestätigung, diesen Visa auf deinem Pass nicht hast, hast du irgend so eine Barriere da, weißt du? Deshalb, ich fahr kurz hin, ich bin gleich wieder da. Ist das dein letzter Kampf? Ja. Gut. Wir gucken uns den Gegner an, wo der starke Seiten hat, wo der schwache Seiten hat. Aber das ist größtenteils die Arbeit von Trainern. Ich muss das nicht machen. Ich gucke mir aber trotzdem für mich selber, damit ich weiß, wie, wo ist. Und da, ab dann fängt dann die Vorbereitung auch an. Daran an seine schwachen Stellen zu arbeiten. Gucken, wo der stark ist. Zum Beispiel, dass wir uns da mehr verbessern, damit der dann, wenn es drauf ankommt, nicht so stark ist.
Gameplan ist entscheidend, die kleinen Sachen. Ich persönlich schaue mir die Kämpfe gerne an. Mindestens 6, 7, 8, 10 Mal. Ein Kampf, aber nicht jetzt jede hintereinander. Dann gucke ich mir den richtig an, dann schaue ich mir, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Und danach gehe ich auf den nächsten, wenn er ein paar Kämpfe mehr hat, dann gucke ich die anderen an. Ich gucke mir am meisten auch als letzten Kampf immer an. Wie fit war der zuletzt? Was hat er gehabt? Wie ist er umgegangen mit den Gegnern? Da schaue ich mir wirklich, studiere ich mir das mal richtig durch. Ich nehme mir einen Notizblock und schreibe mir alles auf, was für mich relevant ist. Sei es Stand, wie der Gegner sich bewegt, wie ist seine Reaktionszeit, wie ist seine Kondition, wie ist seine Physis, was macht er, kann er aus dem Vorwärtsgang boxen, boxt er lieber aus dem Rückwärtsgang, macht er viele Takedowns, arbeitet er vielleicht mehr im Cage. Das notiere ich mir alles, gucke mir mehrere Kämpfer an, ob der immer den gleichen Stil hat und dann arbeiten wir halt dann an den Stärken von Abus und versuchen diese Schwächen, die der Gegner hat, dann dem Abus so einzubringen, damit er die auch nutzen kann. Du kannst mit dem Bein schön reinkicken in den Körper. Gar nicht, ne? Abus. Diese Frontkicks, was du machst. Baff, pass schön rein. Ja, wenn Doktor mein Zeh rechtzeitig fertig macht. Im Moment ist er überwiegend bei Shukru, weil er halt einen Rechtsausleger hat, was als Kämpfer schon sehr, sehr unangenehm ist, weil die meisten sind ja halt Rechtshänder und mit solchen Leuten trainierst du halt im Training. Es gibt nur wenige, die halt Rechtsausleger sind. Du, jeder Kampf ist ein anderer Gegner, anderes Training, andere Taktik. Der Gegner jetzt hier als Rechtsausleger ist ganz anders. Und das ist hundertprozentig, du trainierst für den Gegner. Also wie kann man so einen Gegner besiegen? Wo sind seine Schwächen, wo sind die Schwächen? Und jetzt die Gegner als Rechtsausleger trainierst du komplett anders. Wege, nicht hektik werden, so ruhig bleiben, weißt du? Ja, das können wir. Ja, das musst du dir Zeit lassen. So. Und du hast viele Möglichkeiten, gibt dir. Konditionell erstens ist der stark, weil der fängt erst späte Runde an, zu Gas zu geben. Ende zweite Runde, wenn du bis dahin den nicht ausgeschaltet hast, dann wird es schwer. Dann kommt darauf an, ob du diesen Charakter hast oder nicht. Der ist auf dem Boden stark, unbequem. Linkshändler, die sind immer unbequem. Aber mittlerweile weiß ich, wie man sich bequem macht mit solchen. Aber wichtig ist, dass der nicht meinen Rücken bekommt. Von Rücken aus ist der stark. Jeder hat ja seine. Es sind alle stark, aber dazu hat noch jeder seine starke Seite. Bei mir ist es zum Beispiel kein Geheimnis, es ist eine Guillotine. Sobald ich deinen Nacken habe, ist vorbei. Entweder ich gehe mit deinem Nacken oder du gibst auf. So ein Modus ist es. Genauso bei dem. Wenn du Rücken gibst, ist das so, dass der größte Teil der Kämpfe dadurch entscheiden könnte. Falsche Beinarbeit, ne? 100%. Geht gar nicht. Guck mal, siehst du jetzt dein Bein aus? Mal raus und mal drinnen. Und der Wechsel, der Usbeke geht auch manchmal. Oi. Was war das denn? Oi, guck mal, welche Richtung der geht, ich glaube. Ja, in die Schlaghand rein. Oh, das siehst du jetzt? Der soll sich dagegen vorbereiten. Ich will trotzdem meine Sache durchziehen. Und das wird den mental brechen, weil der wird denken, Alter, ich habe 6 Wochen für den vorbereitet und der kann das trotzdem durchziehen. Das ist ja die Kunst. Alle wissen, was kommt, bereiten sich vor, du kommst und ziehst trotzdem das durch. Das ist ein Zeichen der Stärke. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade mit denen gesprochen gehabt, aber die wollten halt nicht viel sagen und das ist ja die Scheiße, aber es sieht nicht gut aus, das ist ja das Nervige. Alter, was weiß ich, was die gesagt haben? Die haben gar nichts gesagt. Die haben gesagt, es fehlen Unterlagen und die müssen noch eingereicht werden. Ja, ist komplette Scheiße. Wie soll ich das regeln? Bin ich Botschaftsmitarbeiter? Arbeite ich für USA? Verteile ich Visa? Alter, was soll ich jetzt da machen? Ich kann da nichts machen. Wir müssen das irgendwie, ich weiß nicht wie, aber wir müssen das irgendwie versuchen zu klären. Wir sind nur noch ein paar, 3, 4 Tage. Pesi Matern, die ganze Scheiße, Alter, mit diesen scheiß Visas jedes Mal, ey. Ja, jetzt ist die E-Mail rein von der amerikanischen Botschaft. Und es ist nicht positiv.
irgendwelche Daten im Pass sollen anscheinend noch geändert werden. Was jetzt genau ist, das weiß ich selber jetzt nicht. Dann müsste ich nochmal mit Abus checken, was da jetzt genau drin steht. Ob das irgendwelche alten Daten sind oder neue Daten sind, das weiß ich selber nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, muss er anscheinend dann nochmal mit dem Pass zum Konsulat, zum eigenen Konsulat oder zur deutschen Behörde, um das dann genau checken zu lassen. Aber gut, heute haben wir den 13. Der Kampf ist in 5 Tagen. Wir müssen eigentlich morgen fliegen und ohne das Visum können wir morgen nicht fliegen. Ich muss jetzt warten, bis er kommt. Er wollte gleich kommen. Ja, und dann, ich weiß nicht, also ist alles scheiße, aber man hat es halt nicht selber in der eigenen Hand, ne, wenn die Behörden dann entsprechend handeln und ja, solche Vorgaben dann machen. Ja, was geht, Mann? Komm mit. Aus, mein Lieber. Wie wird sich hin? So sitzen meine Nachrichten. Echt? Ja, Mann. Wir haben ein kleines Problem, und zwar die US-Botschaft in Frankfurt hat gesagt, dass das Visum vorerst eingestellt wird. Die haben das jetzt nicht erteilt und wir werden morgen nicht nach Las Vegas fliegen. Was? Die haben doch gesagt, Tommy, Geburtsurkunde. Wann haben wir vor? 2 Wochen haben wir gequatscht. Na, aber gut, die haben das ja bearbeitet bis zum letzten Drücker, was möglich ist. Und die haben jetzt, wie gesagt, vor ein paar Minuten die E-Mail geschickt, dass das Visum noch nicht ausgestellt werden kann. Ja. Und das heißt dann halt, dass wir morgen früh nicht fliegen können. Ne? Weil ohne Visum kommen wir nicht in die Startbahn. Ne? Und ohne Visum kannst du nicht quasi arbeiten, weil du brauchst das Arbeitsvisum. Komplett nie wieder oder fragen oder? Nein, du musst, da muss anscheinend noch irgendwas im Pass geändert werden. Und dann soll der Pass dann sofort wieder eingereicht werden. Aber ich denke, wir sollten das dann jetzt erstmal genau vom Anwalt checken lassen. Weil was da jetzt genau drin steht, weiß ich jetzt auch nicht. Und ich muss dann mir nochmal die Anlage genau durchchecken lassen, was da alles komplett auf Englisch ist, die 2 Seiten. Aber wie gesagt, ich denke, wir brauchen dann jemanden, der sich dann halt damit auskennt, in diesen ganzen Visa-Verfahren. Und UFC? Was finden die? Die sind nur in Dings. Die sind nur von der Botschaft mit in Kopie gesetzt worden. Die haben noch gar nicht reagiert. Vielleicht kommt dann von denen morgen oder irgendwas, aber die haben sich noch gar nicht zurückgemeldet. Die sind nur in Kopie gesetzt worden von der US-Botschaft in Frankfurt. Also, jetzt kein Kampf, ne? Ja, ich denke nicht. Also, wir kriegen ja bis morgen das Visum nicht. Ohne Visum, und morgen ist ja der Flug. Na, sag mir, das fuckt ab. Ja, das ist richtig abfucker. Mit 3 Tage, Alter, vorm Kampf. Und das ist. Ich muss klären, ich muss das, Alter. Guck mal, die scheiß Kamera. Also, wir fahren jetzt zur Ausländerbehörde. Letzte Chance. Ich versuche, die sollen mir irgendeine Auskunft geben, irgendwas geben, Alter. Einfach so, nein und so, geht bei mir nicht, Alter. Guck mal, vor 2 Jahren, wo ich nach Amerika geflogen bin, bei PFL, ich hatte denselben Pass. Keiner hat was gesagt, ich war 6-7 Mal drüben. Und jetzt auf einmal. Keine Ahnung. Jetzt fahren wir hin. Sagen denn so und so, dass die kurz mein Leben gefickt haben und dass ich darauf keinen Bock habe. Ich lasse mich nochmal ficken. Ich gehe hin und kläre das jetzt ab. Wir müssen ein bisschen zu Fuß laufen, das ist aber nicht schlimm. So, Jungs, jetzt sind wir da. Die berüchtigste Eingangstor von Ausländerbehörde. Mal gucken. Also, ihr könnt leider nicht mit. Wir sehen uns gleich, ja?
Komm, lass uns nach Hause fahren. Richtiger Abfuck. Die wollten mir nicht mal zuhören, ne? Ich sag, ey, so und so. Nicht mal zuhören. Und guck mal, sag mir bitte, wie willst du danach noch irgendwo weltweit Deutschland repräsentieren? Sag mal, ja? Wenn die nicht mal dich, wenn die dir nicht mal zuhören, die tun nicht mal so, als würden die helfen. Weißt du, was ich meine? Verdammtes System hier. Die haben gesagt, die haben jetzt nicht zu entscheiden. Ich werde einen Brief kriegen innerhalb 2 Wochen. Aber das sagen die nicht zum ersten Mal. Jetzt ist 100%. Der Kampf wird nicht stattfinden. Das ist. Davor hatte ich noch so kleine Prozent, dass ich vielleicht doch geschieht ein Wunder und ich doch direkt fliegen kann, dass die mich hier annehmen und mich versorgen mit den Papieren. Aber da habe ich mich gewaltig getäuscht. Seit 17 Jahren lebe ich hier, ne? Und guck mal was. Blauer Pass heißt, du bist nicht komplett Deutscher. Du kannst ja geboren sein, du kannst 100-mal für Deutschland irgendwo gekämpft haben, aber hast trotzdem so einen scheiß blauen Pass. Ja. Das ist eine Stelle, wo drin steht, dass die Daten, die ich hier angegeben habe, dass die angeblich erfunden sind. Dass da keine Bestätigung gab. Aber nachdem ich vor kurzem die Geburtsurkunde nachgereicht habe, über die Geburtsurkunde wissen die gar nicht Bescheid. Ich sage, wo ist denn die Geburtsurkunde? Was für eine Geburtsurkunde? Ich sage, ich habe Ihnen vor einem Monat Geburtsurkunde geschickt. Wo ist denn die? Ja, wir wissen nicht. Wir nehmen nur hier nur an und leiten das weiter. Du Hund, du sagst mir jedes Mal das Gleiche. Mann. Ich kann ja auch dann hier genauso arbeiten wie du. Geh nach Hause, ich arbeite jetzt hier. Ich kann auch Leute weiterleiten. Ich habe Kopfschmerzen, ehrlich. Ich will jetzt, letzten Tage sind zu viele Sachen über den Kopf gelaufen. Jetzt, ich brauche, glaube ich, erstmal so eine Woche Auszeit, damit ich so wieder klar denken kann. Und natürlich ist das schwer, das so zu nehmen, so wie es ist, aber sowas macht uns stark, wenn wir das so nehmen und weitermachen. Und er wird gegen einen anderen Deutschen kämpfen. Also ein Landsmann von mir. Ich drücke den Landsmann von mir die Daumen natürlich, aber so möge der besser gewinnen. Ich werde mir den Kampf anschauen. Davor war der Typ für mich uninteressant. Ich habe mich jetzt 2 Monate mit dem beschäftigt. Der ist mir am Herz gewachsen, sagen wir so. Na Jungs, kommt rein. Schade, das tut mir weh, dass wir das so machen müssen. Aber leider, das nächste Mal nehme ich euch ins Cage mit. Heute gehen wir bei mir zu Hause rein. So, jetzt fängt's an. Komm, Dustin, komm! Für Deutschland, Junge. Weißt du, warum das so schwer ist? Weil hätten die mir von so 2 Monate vorm Kampf, 6 Wochen vorm Kampf gesagt, so und so, Abus, diesmal wird es nicht klappen, du musst das und das vorbereiten, dann kämpfst du. Dann stellt man sich schon ein, dann, ihr habt ja mitbekommen, wie viel Arbeit gemacht wurde. Und danach, so kurz vorm Kampf, wenn du so eine Nachricht bekommst, das ist sehr schwer, weil du weißt, ich war ja fast ready. Ne, das tut weh. Ich hätte da sein können. Ich hätte da sein müssen eigentlich. Guck mal, der boxt ganz falsch gegen den Linkshändler. Ich hätte seinen Nacken mit nach Deutschland genommen. Ui, der ist ein bisschen langsam, weil er müde ist. Komm. Ja, Glückwunsch, Meshad. Falls du die Dokumente auch ansehen willst.
Die UFC kommt nach London im März. Das ist unsere Ziel jetzt, die nächste Station. Wenn die nicht wollen, dass ich in Amerika kämpfe, dann werde ich in London kämpfen. Ich nehme die Rache. In London nehme ich die Rache. Dass der nächste Mal, wenn der Deutschland hört, direkt sich eine Verletzung zieht. Dass der gegen einen Deutschen nie wieder kämpft. Das Schwierigste wurde geleistet, das Leichteste, ich kam leider nicht dazu. Ich glaube an mich, ich weiß, was ich kann und ich werde das durchsetzen. Ich werde denen zeigen, dass die mit mir rechnen müssen. Dass die jetzt haben die noch frei, jetzt können die noch chillen, ich habe kein Visa bekommen. Aber früher oder später werde ich Visa kriegen und dann müssen die alle dran glauben. All that I got.